Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig hier auf meinem Kanal, wo es um die Themen Börse, Investment und Trading geht. Und ihr habt es ja heute schon gelesen. Hier, heute geht es um den geheimen Hebel des Warren Buffett. Ne, der Titel ist natürlich gewählt, damit ihr hier auch klickt und einschaltet. Clickbait nennt man das ja heutzutage, habe ich hier gelernt auf YouTube. Aber es geht wirklich um einen Hebel, den Warren Buffett nutzt und den die meisten nicht kennen, den man auch als Privater nicht so einfach nutzen kann. Und was das genau ist, das erkläre ich euch heute hier im Video. Wieder also mal Warren Buffett, ne? Über den sprechen wir natürlich hier sehr, sehr häufig. Und das liegt ganz einfach daran, weil man eben so viel von ihm lernen kann und weil er eben auch ganz, ganz viele Dinge, die wichtig sind in der Welt des Investierens, begriffen hat, anwendet und natürlich man von ihm da sich auch eine Menge abgucken kann. Heute geht es um etwas, was die meisten Privaten vielleicht so ein bisschen erahnen, aber gar nicht so genau kennen, nämlich ein Gesetz, mit dem eigentlich alle, die heutzutage wirklich reich geworden sind, für sich genutzt haben, in der einen oder anderen Form, und zwar das sogenannte OPM. Was heißt OPM? Other People's Money. Das Geld anderer Leute. Gibt es einen sehr tollen Film auch mit Danny DeVito. Der ist schon ein paar Jahre älter. Also wenn ihr den mal irgendwo findet, das Geld anderer Leute, Danny DeVito, grandioser Film. So, was bedeutet das Geld anderer Leute oder OPM? Das bedeutet eben, dass du ganz, ganz viele Dinge, die du in der Wirtschaft machst, skalieren kannst, wenn du eben Fremdkapital aufnimmst, ne? Oder wenn du zum Beispiel das, was du kannst, für andere machst, um deine eigenen Erträge zu steigern. Ich will euch mal ein einfaches Beispiel dafür geben, was zum Beispiel Hedgefonds machen. Stellt euch vor, ihr seid ein wirklich begnadeter Trader, ne? Und zwar, ihr sagt, ihr schafft pro Jahr 50% Rendite. Wir wissen alle, dass das langfristig nicht möglich ist, aber stellen wir uns einfach vor, du würdest es schaffen, 50% zu machen. So, und jetzt hast du irgendwie hier 10.000 Euro und jetzt machst du 50%. Ja, was verdienst du dann? 5.000 Euro. Jetzt musst du ein bisschen Steuern zahlen und so weiter, aber natürlich, das summiert sich dann auf. Jetzt könnte man ja denken, okay, um wirklich reich zu werden, muss ich hier 50% im Jahr schaffen, ne? Oder 100% oder sonst irgendetwas. Hedgefonds haben aber sich überlegt, naja, wir wissen doch, dass das hier relativ schwierig ist und deswegen haben die ein anderes Prinzip erfunden, nämlich das sogenannte 20-2-Prinzip. Das heißt, die haben gesagt, okay, wir verlangen einfach für das Geld, was wir handeln, 2% Verwaltungsgebühr und auf die Gewinne, die wir machen, nochmal 20% Gewinnbeteiligung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Also stell dir einfach vor, du hast als Privater es geschafft, hast dich hier hochgetradet und bist mittlerweile bei 1 Million. Ja, also schon eine respektable Summe. Du bist bei 1 Million, machst wieder deine 50%. Das heißt, du würdest hier 500.000 Euro Gewinn im Jahr machen, die du versteuern müsstest. Das ist eine ganze Menge. So, was machen die Hedgefonds mit ihrem OPM-Prinzip 20-2? Die machen eins, sie sagen, hey, wir sammeln einfach 100 Millionen ein. Wir sammeln 100 Millionen ein über Marketing, über eine Story oder sonst was und wir schaffen vielleicht im Jahr nur 5%. Ne? Wer ist der bessere Trader? Natürlich der mit den 50. Ne? Aber schauen wir uns mal die Rechnung an. Also die machen hier 5%. Und nehme ich mal, damit es nicht so unübersichtlich wird, eine andere Farbe. Wie schaut es denn jetzt aus? Die bekommen erstmal 2% Verwaltungsgebühren. Das sind also 2 Millionen im Jahr. So, von 100 Millionen 5% sind 5 Millionen, richtig? Genau, 5 Millionen. Und davon 20% ist nochmal 1 Million. Das heißt, hier kommt nochmal eine drauf. Bleiben also unterm Strich hier 3 Millionen. So, und das ist einfach der Unterschied. Dass jemand mit einer deutlich schlechteren Performance viel mehr Geld verdienen kann, wenn er nämlich eins nutzt, OPM, nämlich ein Privater wird ja kaum, sind wir doch mal realistisch, in der Lage sein, jemals 100 Millionen zu haben. Ne?
Was kann er aber machen? Er kann eben zum Beispiel einen Fonds gründen, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber kann eben Fremdkapital einsammeln, für andere mithandeln und dann eben entsprechend, wenn er es gut hinbekommt, hier solche Gebühren in Rechnung stellen. Ne? So sind die ganzen Hedgefonds alle reich geworden, indem sie eben hier, das sind ja Minisummen, wir reden ja bei den großen Hedgefonds davon, dass sie Milliardenbeträge haben, teilweise zweistellige Milliardenbeträge, dass man das eben macht und wenn du eben dann hier 10 Milliarden hast und verlangst schon mal 2% dafür alleine, dass du früh die Tür aufschließt, dann lohnt sich das natürlich. So, Warren Buffett macht das im Grunde genommen genauso. Jetzt würde einer sagen, was, das ist doch gar kein Hedgefonds, der verlangt doch gar keine Verwaltungsgebühren, auch keine Gewinnbeteiligung, das stimmt. Trotzdem schaut euch mal hier den Chart von Berkshire Hathaway an, hier mal die A-Aktien und da seht ihr, die ist natürlich auch gigantisch gestiegen, die ist super gelaufen. Und was hat Warren Buffett unter anderem gemacht? Und er hat etwas genutzt, was im Grunde genommen auch diesem Prinzip des OPMs, Other People's Money, entspricht. Nämlich, er hat den sogenannten Float genutzt. Was ist der Float? Wer sich ein wenig mit der Strategie von Warren Buffett beschäftigt, der erkennt, dass Warren Buffett in verschiedene Geschäftsfelder investiert. Und wenn man jemand fragen würde, der würden die meisten sagen, naja, der hat halt Aktien an Coca-Cola und American Express und der hat irgendwie jetzt Apple gekauft. Ja, das stimmt, aber sein eigentliches Geschäft ist Versicherungen. Denn Warren Buffett hat schon ganz zu Beginn seiner Karriere sehr, sehr viel in Versicherungsgesellschaften investiert und er hat auch sehr zeitig angefangen, Versicherungsgesellschaften komplett zu übernehmen. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man eine Versicherung komplett kaufen kann. Aber wie gesagt, der macht das ja auch schon ein paar Jahrzehnte. Damals ging das noch zu relativ überschaubaren Preisen. Und bei Versicherungen gibt es einen sogenannten Float. Und der Float ist folgendes. Und zwar, du hast hier ganz viele Versicherungsnehmer, die sich bei dieser Versicherung eben versichern und die zahlen ihre Beiträge. So, das hier ist die Versicherung. Das heißt, jeder von denen zahlt hier einen Beitrag hin. Ne? Und die Versicherung sagt, okay, ich übernehme das Risiko und irgendwann muss sie das Geld, was sie eingenommen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit wieder an diese Versicherungsnehmer auszahlen. So, wenn man dann Versicherung richtig betreibt, wenn man das richtig kalkuliert, dann ist es so, dass am Ende hier sogar von dem Geld ein bisschen was hängen bleibt. Ne? Also machen wir einfach mal eine Summe. Was weiß ich, du hast hier 100 eingenommen und am Ende musst du vielleicht nur 95 wieder auszahlen, bleiben eben 5 hängen. Und das ist der Gewinn der Versicherungsgesellschaften. Soweit, so gut. Das ist schon mal ein schönes Geschäft als solches, aber es gibt noch was viel Besseres. Nämlich diese 100, die wir hier haben, diese angenommenen 100, das ist der sogenannte Float. Und der muss ja nicht sofort ausgeschüttet werden. Ne? Das heißt, der bleibt ja bei der Versicherungsgesellschaft liegen. Und Warren Buffett hat eben jetzt, und das ist sein großer Verdienst, den er hat, der hat das bei Zeiten erkannt und hat eben gesagt, warum soll ich denn wie alle anderen Versicherer das Geld einfach sinnlos liegen lassen oder schlecht anlegen? Ich kann das Geld doch auch gut anlegen. Und er hat eben dann dieses Geld hier genommen, OPM, das ist nämlich das Geld der Leute hier, ne? Und hat dieses Geld ganz einfach genommen und hat es investiert und hat damit seine großen Übernahmen getätigt, hat damit seine großen Aktienkäufe getätigt und hat eben gesagt, okay, ich weiß ja, dass ich dieses Geld mal wieder auszahlen muss oder die Versicherungsgesellschaften müssen das Geld mal wieder auszahlen. Das gehört mir nicht, aber ich bekomme quasi das Recht, in der Zwischenzeit, bis ich es mal wieder auszahlen muss, und das kann teilweise Jahre, Jahrzehnte dauern, bis man es wieder zurückzahlen muss, in der Zwischenzeit kann ich mit diesem Geld arbeiten. Und alle Erträge, die er darauf erwirtschaftet, die gehören natürlich ihm bzw. seiner Gesellschaft Berkshire Hathaway und eben nicht hier den Versicherten. Und das ist eben der Float und das ist etwas, was eben auch heiß umkämpft ist in der Branche. Jeder möchte diesen Float haben, jeder möchte mit dem Geld hantieren und da sind sogar Leute bereit, dass sie sagen, okay, manche kalkulieren dann auch mittlerweile so, dass sie sagen, wir zahlen vielleicht hier sogar 105 wieder aus, das heißt machen 5 Minus, nur damit sie in der Zwischenzeit hier mit diesen 100 arbeiten können. Warren Buffett erklärt das bei sich sehr gut, er sagt, okay, wir wollen eigentlich nie mehr als diese 100 auszahlen. Wir wollen es schaffen, indem wir die Risiken, die wir annehmen, so strukturieren, dass wir so eine Risikokontrolle machen, dass wir eigentlich hier immer weniger als die 100 auszahlen und wir wollen natürlich gute Ergebnisse machen.
Und wenn Versicherer mal pleite gehen, dann liegt es daran, erstens hier schlecht kalkuliert, also mehr auszuzahlen als einzunehmen, und zum anderen das Geld hier natürlich auch vielleicht noch schlecht angelegt, dann wird es noch schlimmer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, der sogenannte Float, den Warren Buffett nutzt, um eben seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway so nach vorn zu pushen über die Jahrzehnte mit ganz, ganz soliden Dingen natürlich, aber eben mit einem Kernprinzip, wie man wirklich sehr wohlhabend werden kann, nämlich nutze das Geld anderer Leute, OPM. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich denn das als Privatmann nutzen? Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, das als Privatmann zu nutzen? Dann verweise ich auf euch auf eines der nächsten Videos, denn da werde ich mal eine Folge machen, und zwar, wie kann man denn als Privater diesen Float nutzen? Gibt es denn da überhaupt eine Möglichkeit? Gibt es keine? Ja, ihr könnt euch schon denken, vielleicht gibt es ja doch eine. Wie kann man das also nutzen? Und wann sollte man das vor allen Dingen nutzen? Und das kommt in den nächsten Tagen hier ein Video auf diesem Kanal. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, dass euch dieses Video nicht verloren geht. Das ist dann euer geheimer Hebel. So, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Schreibt mir hier unten einfach rein. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon mal gemacht? Kennt ihr das? Kanntet ihr dieses Prinzip? War euch das bewusst? Wo gibt es das vielleicht noch? Wo kennt ihr noch Dinge, die mit OPM aufgebaut wurden? Und dann sehen wir uns wieder hier im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut.